Willkommen zurück, Leute, zu World of Warcraft Legion. Ja, und wir haben jetzt ein neues Outfit. Ich habe ein neues Outfit gemacht. Dunkel ist es, düster ist es. Wie eine Assassine werden wir uns den neuen Quests widmen und wie ein Schatten durch die Wälder pirschen. So. Ja, das zum neuen Outfit. Es ist schwarz und dunkel und es regnet. Und ich glaube, in Wirklichkeit regnet es auch. Ja, ich bin hier am See, weil ich hier jetzt was machen kann. Ich kann das Artefakt stören. Am Wasser und da kommt dann Jotal, der Verschlinger. Der, was macht da vorne? Der soll sich mal zu uns umdrehen. Dreh dich mal um. Hallo. Achso, hat er schon. Das war sein umgedrehtes Ich. Ja, den haben wir erledigt. Und kriegen dafür ein wenig Kupfer, 41 um genau zu sein. So, und jetzt pirschen wir uns voran. Können uns ja auch noch hier den Nachtsäbler nehmen. Der passt gut zu uns jetzt. Nein, ich fand das Outfit einfach nur cool. Wenn ich meine Outfits ändern kann, mache ich das auch gerne mal so zwischendurch. Ja, und das nächste Mal lasse ich euch daran teilhaben. Wenn ihr möchtet. Wie darf ich helfen? Nee, der ist es nicht. Aber wer ist denn hier der da? Ach, die gute Winterleuchten. Seid gegrüßt. Ich wage es gar nicht zu fragen, Alexiel. Konntet ihr das Artefakt zerstören? Was ist mit dem Bewacher? Den haben wir erledigt. Bei Lünen, wie seht ihr denn aus? Das muss ein heftiger Kampf gewesen sein. Ihr seid voller... Nun, es sieht ein wenig wie Fischsuppe aus. Wenn ein einfacher Diener solch ein Leid hier in Dunkelküste auslösen kann, möchte ich mir gar nicht erst überlegen, welche Katastrophen einer der Alten anrichten könnte. Wenigstens sind die Tiere vor uns in Sicherheit. Ich werde den von euch geschaffenen Schößling pflanzen, um dem zerstörten Land bei der Regeneration zu helfen. Ich danke euch, Alexiel. Ich würde euch ja umarmen, aber ihr wisst ja, Fischsuppe. Ach, Fischsuppe, du bist ja ganz witzig, du Winterleuchte. Elun, erleuchte euren Mann, 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 Mann. Wenn wir ja noch gedemütigt für alle unsere Taten, die wir machen fürs Land. Ja. Toll. Dann latschen wir den Pfad entlang und müssen wieder da unten hin. Es wird uns weiterführen. Ich weiß nicht, wann es in den Teufelswald geht oder ob es weiter einfach südlich geht. Ich weiß nicht, wohin uns diese Quests noch führen werden. Aber ich hoffe, eine Steigerung... eine Steigerung natürlich der Kämpfe und des Anspruches an Schwierigkeit. Sollen wir hier nicht sogar runter jetzt? Ich gehe mal runter. Komm, wir gehen mal runter. Auf unserem Nachtsäbler, da ist eine Ratte. Ach, hier sind wir. Ah, das ist natürlich, Ja, der läuft jetzt uns hinterher wahrscheinlich. Ja, der läuft uns hinterher. Soll er doch... Wir werden mit allem fertig. Hamlet folgt uns, aber uns folgt sonst keiner. Wen wollen wir denn mal an unserer Seite haben? Wen möchte ich denn mal haben? Hier die Silberfeder? Wir nehmen die Silberfeder. Die Eule. Mäule. Da sollen wir hingehen. Der andere ist auch schon weg. Da geht's runter. Hier sind unsere Freunde. Unsere Forscherfreunde. Das war auch total spaßig. Ach, guck mal hier, so eine witzige Schimmerschnecke. Habe ich so eine schon? Wenn nicht, dann habe ich gleich eine. Aber der Biber wird es gleich wieder... Mann, oh, die sind alle zu stark. Ich muss weniger starke nehmen. Ich nehme mal so ein Kreischen, dann ist sie gleich tot. Ein Sturmflut. Ein Kreischen. Ich kreische sie an. Ach, guck mal, dann schaffe ich das. Wenn wir kreischen, geht's vielleicht. Fang sie! Ich will nicht. Kreisch nochmal. Verfehlt ist gut. Dann kann ich sie vielleicht fangen. Die Schnecke. Oh Mann, jetzt ist sie tot. Ein Wort mit X, das war wohl nichts. Eine Sturmflut. Es ist eine goldene Zibetkatze. Die habe ich irgendwo in irgendwelchen Hochlandbergen oder so gefangen. Ist ungewöhnlich. Deswegen habe ich sie reingenommen gehabt zum Kämpfen, weil ich bei meinen letzten Petkämpfen als Blutelfe mal sehen wollte,
was die so kann. Und in diesen Gebieten muss ich einfach daran denken, dass, oh, guck mal, hier haben wir so eine neue Vorlage. Guck mal. Da muss ich mal drauf achten, dass ich auch schwächere reinnehme. Wo ist zum Beispiel das Häschen? Unser elfisches Kaninchen. Ich habe auch einen neuen Cornelius. Den habe ich über meine Handy-App tatsächlich gefangen. Da kann ich immer Missionen machen mit meinen Anhängern und dafür kriege ich Belohnung. Da habe ich den hier bekommen. Den kleinen Schnuffi hier. Den gab es da zu gewinnen und der hat auch so richtig treu doofe Augen. Er guckt auch manchmal so nach oben. Währenddessen er da rumschnuffelt, gucke ich mal, wen ich jetzt reinnehme. Cornelius, ich finde es auch schön, dass er einen Namen hat. Dann brauchen wir dem gar keinen geben eigentlich, aber mal gucken. Vielleicht ja irgendwann mal, aber vielleicht lasse ich es auch einfach dabei so. Es ist halt sein Name. Elfisches Kaninchen, da ist es ja. Dann nehmen wir die Zibetkatze wieder raus. Fips das mit ihren Pfötchen. Wir können natürlich auch noch, jemand anderes reinnehmen, weil wir sind ja hier in so Low-Gebieten. Wo ist denn mein Emigosa? Aber ich glaube, der ist dafür auch schon wieder zu stark. Die ist auch richtig niedlich. Liebe ich, wo ist denn jetzt? Ach so. Da ist das Kaninchen. Die ist so süß. Ich finde das so niedlich. Dieses kleine Kälbchen. Habt ihr sowas Niedliches schon? Okay, ich lasse es sein. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht, nehme ich mal an. Und nicht die kleinen Schnubbis euch angucken. Ich habe ja auch noch einen Truthahn. Ganz ungewöhnlich. Den finde ich auch witzig. Ich wollte irgendein kleines Vieh reinnehmen. Irgendwas, was noch nicht so stark ist. Das Kaninchen hatten wir schon. Ich könnte meinen Rex vielleicht auch nochmal irgendwie. Meinen ungewöhnlichen kleinen Rex nehme ich nochmal rein und nehme dafür Fips mal raus. So. So machen wir das. Muki, wo bist du? Da. Muki ist auch cool. Muki haben wir auch so selten bei uns. Was wollte ich jetzt hier genau? Ich will in die Ecke da. Zwielichtufer. Nimm mal deinen Hirsch. Na, eigentlich ist kein Hirsch, sondern ein Elch. Ein besonderer Elch. Ups, ups. So, da sind wir ja auch dann schon hier im richtigen Gebiet. Das ist gut. Ich habe einen Erfolg bekommen. Erkundet die Dunkelküste. Na. Schön. Haben wir das auch geschafft. Wenn auch nicht geplant. Ich muss auch mal meinen Bergbau-Unsinn irgendwie verkaufen und vielleicht auch mal mehr Bergbau machen. Sonst wird das hier nichts mit Geld machen und so. Das kloppen wir auch noch ab nebenbei. Jodele. Ich möchte an die andere Küste hier. Wir schwimmen da mal hin. Muki kommt mit. Ach, und immer diese entspannte Musik. Das ist auch so ein... ich finde das ganz schön. Geht mir eigentlich auch nie auf den Pinsel. Oder selten. In manchen Gebieten mag ich die Musik auch nicht so. Aber selten kommt das vor. Und verstehe das nicht, dass man ohne Ton lieber spielt. Wobei man natürlich auch locker spielen kann und nebenbei eine Serie gucken kann oder so. Aber ich finde das im Moment noch immer sehr schön, die Atmosphäre mitzunehmen. Ja, so ist das. So, 5 von 8. Wie sieht's aus da drinne? Da gehen wir doch glatt mal rein. 6 von 8. Bestimmt soll ich da irgendwo runter. Aber vielleicht, oder da oben hin. 7 von 8, gleich haben wir es. 8 von 8. Jetzt brauche ich eigentlich keine mehr töten. Eigentlich. Hier ist noch was zum... Ach, hier kann man wirklich gut Bergbau machen. Ist gar nicht so unpraktisch. Hallo. Hier hat auch irgendwas fallen lassen. Dann gehe ich mal hier hoch. Vielleicht ist er doch da oben, wo wir hin sollen. Wir sollen ja den Kriegsfürst töten. Den Zornrücken. Aber da geht's nicht lang. Ist er das? Ja, da ist er doch.
Ihr kommt zu spät. Die Reliquie wird in diesem Augenblick Ashara geopfert. Oh nein. Der Kriegsfürst scheint das Horn nicht bei sich zu haben. Möglicherweise sprach er die Wahrheit. Der Kriegsfürst sagte, dass das Horn der Urtum als Opfergabe an Ashara oben in Najvel gegeben wurde. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, das alte Relikt von der Zerstörung zu retten. Najvel. Naja, haltet die Priesterin der Dunkelschuppen davon ab, das Horn der Urtum oben in Najar Ashara zu opfern. Ashara. Wenn ich jetzt weit ausholen könnte, dann würde ich euch etwas mehr über Ashara erzählen. Sie ist auf jeden Fall nicht egal. Sie ist eine mächtige, ich nenne sie mal Königin, obwohl ich nicht weiß, ob das genau stimmt. Ich kann auch nochmal nachlesen. Und die hat die Nachtelfen halt auch so ein bisschen verarscht. Also es ist so die Wiedergabe von dem, wie ich es verstanden hatte. Und ja, wollte natürlich die Macht für sich alleine haben und deswegen haben sich die Blutelfen abgewandt, die aber eigentlich auf Allianzseite sein müssten, wenn ich das auch richtig verstanden habe. Trotzdem hat man es so gemacht, dass die jetzt zur Horde gehören. Ich hätte es auch cool gefunden eigentlich, wenn man Blutelfen auf Allianzseite spielen könnte. Da bin ich auch für, so wie meine Freundin. Weil ich das so schade finde, dass man sich immer so entscheiden muss und vor allem, weil es storymäßig ja auch gar nicht passt. Also, naja, gut, die Horde-Seite, die Orks haben sich derer angenommen und deswegen sind die da halt, gehören die ja da jetzt zu. Aber eigentlich waren es halt ja mal, ich sag mal, gute Elfen. Und die wollten halt einfach nur nicht diesen Ashara-Schwachsinn mitmachen. Ashara hat die halt übers Ohr gehauen und die Nachtelfen haben sich gesagt, ja, das muss ja aber richtig sein, weil es ist ja Ashara, so sozusagen unsere Göttin, unsere Königin, so. Und natürlich wollten die dann nicht auf Horde-Seite gehen und die anderen haben gesagt, nein, bis hierhin und nicht weiter. Ja, und dann sind das die Blutelfen geworden, ne? Also nicht Blutelfen geworden, aber in dem Sinne halt so. Irgendwie so halt. Aber vielleicht kann ich da noch mal mehr nachlesen, euch dann noch mehr dazu erzählen. Ja, dann hauen wir hier mal ab. Sonst kriege ich hier noch ewig rum. Mal Gepardenfähigkeit hier. Bäm. Los geht's. Hamlet passt von der Optik her gerade nicht so gut dazu. Da würde der andere irgendwie besser gerade passen. Aber gut, wir hauen ab. Wir gehen raus. Opfergabe an Ashara verhindern. Die olle Ashara. Ja, die ist sehr stark, sehr groß. Wenn nicht sogar eine der größten. Wie kommen wir denn jetzt zurück? Mal, ich nehme mal meinen Geist von Eschero. Und dann hauen wir hier wieder ab. Da vorne soll das sein. Okay, ich hoffe, dass wir das da verhindern können. Wir laufen ganz schnell. Wir gehen auch mal an den Murloc hier vorbei. Möchte nicht immer so einen Schwarm mitnehmen. Schnelles Reiten haben wir noch nicht. Wir reiten noch relativ langsam. Fliegen können wir auch noch nicht. Kommt erst später. Aber gut. Bärchen, lass uns in Ruhe. So, der kommt mit, der ist wütend geworden, weil wir hier voll den Familienausflug der Bären gestört haben. Damit kann ich leben. Nehmen wir doch gleich den nächsten Bär noch mit. So, wo ist jetzt hier Ashara opfern und so? Das werden wir verhindern. Da vorne, also wieder zurück zum Hain. Bärchen, kommst du? Nö, der ist schon wieder abgehauen. Der dachte sich, nee, okay, da gehe ich jetzt doch nicht rein. So, da ist Phairos. Das Blatt wendet sich gegen uns. Gut gemacht, Alexei. Die Naga wünschen die Zerstörung und Unterwerfung aller Oberflächenbewohner. Zögert nicht, sie aus unseren Landen zu vertreiben und sie zurück in den schattigen Tiefen des Ozeans zu drängen. Dort, wo sie hingehören. Die Göttin schützt. Ja, aber das ist ja nicht das Opfer verhindern. Ich will das Opfer verhindern. Also es ist gut, dass wir das jetzt hier gemacht haben, aber... Nö, wo ist denn das jetzt?
Haltet die Priesterin der Dunkelschuppen davon ab, das Horn der Otom oben in Nazvel Ashara zu opfern. Oben in war ich da jetzt schon. Oh nee, jetzt kann ich wieder zurück. Richtig dumm. Ja, komm, mach ich einen Cut, dann bin ich schneller da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Natürlich bin ich wieder zurückgestiefelt. Und hier oben haben wir jetzt den Ort, wo wir das Ritual, glaube ich, verhindern können. Ja, das werden wir jetzt dann auch mal tun. Mit all unserer Macht und unseren Kräften. Die Gegner sind ja auch nicht so stark. Da geht das natürlich. So, da kommt Königin Ashara. Sehen wir sie. Eine Berühmtheit sozusagen. Bei Davids aber nicht bleiben. Wer wagt es, Königin Ashara entgegenzutreten? Ihr werdet schon bald um einen schnellen Tod bitten. Ja, wir natürlich. Wir lassen das nicht zu. Wir sind eine kluge Nachtelfe und nicht so eine doofe Nachtelfe. Es ist vorbei, Ashara. Ihr und eure Naga werdet auf den Boden des Meeres zurückkehren, wo ihr hingehört. Malfurion Sturmgrimm, ich hatte gehofft, euch noch ein wenig länger beschäftigen zu können. Mein Ziel war, euch von Hyjal fernzuhalten, während meine Verbündeten angreifen. Es scheint, als wäre ich erfolgreich. Ich muss euch nicht bekämpfen, denn es sieht so aus, als hätte ich bereits gewonnen. Ihr könnt nicht gleichzeitig unseren Angriff an der Dunkelküste zurückdrängen und den Hyjal retten. Sie lügt nicht. Nordrassil ist in Gefahr. Ich muss mich beeilen, um die Verteidigung des Hyjals vorzubereiten. Es ist an euch, das Horn der Urtome zu benutzen und Sorgoth Rock Rückkehr zu verhindern. Weißt du Bescheid, ne? Ich mag Sturmgrimm total gerne. Ich finde den total cool. So. Wie kann ich Ihr habt gute helfen? Arbeit geleistet, Alexia. Leider ist die Schlacht noch nicht gewonnen. So, dafür habe ich einen Erfolg bekommen. Quests in Dunkelküste errungen. Die Urtome des Hains sind uns zu Hilfe gekommen, Alexel. Ich sehe selbst in diesem Augenblick durch ihre Augen. Der Schattenhammer muss sein Ritual schneller durchführen als ursprünglich geplant und bisher haben sie nur einen Teil des gefürchteten Sorgers wieder zum Leben erwecken können. Zerstört diesen Teil, bevor es zu spät ist, Alexel. Ich werde andernorts gebraucht. Kehrt zu den Druiden am Hain der Uralten zurück, wenn ihr fertig seid. Sie werden euch... Weitere Anweisungen. Tschüss, Sturmgrimm. Okay, alles klar. So, das ist auch... Okay. Okay. Dann ciao, ne? Kakao. Ja, Und jetzt? Was mache ich jetzt? Ich hab kein Quest mehr. Ich bin... Wir sollten doch irgendwie eigentlich wieder in den Hain zurück. Ne, gehen wir da jetzt einfach wieder hin? Oder so? Oder wie? Oder ich gehe da... Oder ja. Komm, wir gehen da jetzt... Ich gehe da wieder hin mit einem Cut. Bis gleich. So, da sind wir wieder mit Malfurion und Ashara. Ich habe nämlich gesehen, dass das Problem so einige hatten, dass der hier zu schnell weggeht. Wir haben Stufe 27 nebenbei hingekriegt. Und das Ganze... respawnt hier immer wieder, sodass man das nochmal machen kann. Und wie gesagt, ich bin nicht die Einzige. Weil er einfach so schnell ist, nehme ich das jetzt ganz schnell an. So. Oh, jetzt habe ich den Quest auch drin. Ich bin nämlich extra zum Hain zurück. Und er haut hier einfach ab, ne? Man liest das so gerade ganz in Ruhe und denkt sich so, ja, okay. Und er, Tschüssikowski. Wie kann die Natur euch dienlich sein? So, jetzt wo ich den Quest habe, bleibt er aber auch irgendwie stehen. Benutzen. Ruft eine Gruppe von Urtomen herbei. Die, bla. Können wir das einfach machen? Seid gegrüßt. Wo mache ich das denn? Ich muss die Wildnis schützen. Also bei ihm... jetzt haut er auch nicht mehr ab. Richtig komisch. Da muss man schnell sein bei Malfurion. Sonst hat man ein Problem. Ja, bin aber beruhigt, dass ich dann doch noch eine Lösung gefunden habe. Weil ich denke so, hä? Kommt jetzt so der Dungeon und so weiter? Es gibt halt... tatsächlich jetzt dann Instanzen mit Ashara. Aber vielleicht kommt das halt noch nicht jetzt, obwohl ich mich natürlich total gefreut hätte. Aber vielleicht kommt das noch demnächst oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Ich bin ja schon mal froh, dass hier die Ashara-Geschichte so langsam in Wallung kommt, weil das halt jetzt kein kleiner Boss ist. Also selbst wenn man dann sie besiegt irgendwo, die taucht wieder auf und so. So in die Richtung, glaube ich, auf jeden Fall.
ist das halt nicht so nebenquestartig, sondern schon ein bisschen was Größeres, was zur Story gehört, was so ein bisschen Hintergrundwissen benötigt. Und wie gesagt, ich werde mich mal schlau machen. Und ich habe auch vor, tatsächlich die Bücher mal zu kaufen und zu lesen. Und dann kann ich euch auch vielleicht viel mehr darüber erzählen als jetzt halt. Hier ist der Zoggoth, den sollen wir töten. Kann ich das hier machen? Ich werde eure Seelen verschlingen, unverschämte Sterbliche. Okay, da kommen die Urtume, die helfen uns, auch wenn wir die gar nicht brauchen. Das kriegen wir auch so hin, wir sind ja stark. So, jetzt haben wir ihn erledigt. Urtum hat uns geholfen. Was lässt er fallen? Tigauge. Ach so, habe ich euch auch noch nicht gesagt, wir haben einen Ring bekommen. Ein Ring, sie zu knechten. Tias Ring. Der ist auf jeden Fall, oder wir hatten, glaube ich, vorher gar keinen. Haben wir jetzt irgendwas bekommen, was besser ist? Nein. Wir haben noch ein Tigerauge, das können wir irgendwie verkaufen. Das brauche ich auch nicht. Nichts, was wir irgendwie gerade wirklich unbedingt gebrauchen können. Ach so, er kämpft hier. Vor sich hin, wir helfen mal eben hier. Lasst euch nicht im Stich. Die Urtume sind cool, ich mag die total gerne. Diese Wald-Ur-Götterbäume. Die von den Titanen eingesperrt wurden, hatten wir ja vor kurzem mal gelesen. Und da hat sie sich ja gefragt, die Windfeder, die Sturmkrähe, ihr wisst schon, hat sich ja gefragt, ob man die überhaupt töten kann. Eine berechtigte Frage. So, jetzt können wir da auch den Quest abgeben. So langsam bin ich es auch leid, hier hin und her zu laufen. Aber wenn ich weiß es denn so, weil im Hain war es zwar richtig, aber ich konnte nichts abgeben, beziehungsweise da entstand nichts Neues. Und ich denke so, hä? Was ist jetzt schiefgelaufen? Ich hatte zwar gesehen, dass da ein Quest war, aber ich dachte, ist es normal, dass er dann abhaut und so? Vielleicht automatisch, aber nein, man muss es ganz schnell annehmen. Echt doof gelaufen. Aber gut, draus gelernt. So, hier ist er. Ich bin geirrt. Der Balrin. Nun können wir in Frieden ruhen, Alexiel. Es scheint, als würde Dunkelküste gerettet und ihr verdient den Dank dafür. Yeah, wir haben es geschafft. Dunkelküste mag zerschlagen und zerschmettert sein, aber dank euch haben wir hier ein gewisses Maß an Sicherheit erlangt. Ein gewisses Maß an Frieden. Wir müssen noch viel wieder aufbauen. Ihr solltet weitermachen, meine Liebe. Garrosh hat die geballte Macht seiner Horde gegen uns im Eschental aufgefahren. Sie werden uns alle töten und den Wald roden, wenn wir nicht gegen sie vorgehen. Um Hoffnung zu bewahren, diese Wälder nicht vollständig aufgeben zu müssen, benötigen wir eure Hilfe. Folgt der Straße in Richtung Süden und sucht Schildwache Sheyela auf. Das werden wir tun. Und das Ganze führt uns jetzt ins Eschental in ein neues Gebiet und ich freue mich drauf. Neue Gebiete sind immer gut. Da geht die Story weiter, da geht das Questen weiter. Da wird es schwieriger. Da haben wir eine neue Umgebung. Ich reite dahin. Wir sehen uns im nächsten Part von World of Warcraft, Leute. Und ich hoffe dann irgendwie halbwegs fehlerfrei. Und wenn Fehler, dann werde ich sie schon irgendwie gebogen kriegen. Jo, wie immer. Yeah, okay, bis dann. Ja.